Willkommen zur weiteren Folge Angeschaut und Ausprobiert und ein neuer Tag, ein neues Spiel. Also gleich in die Auswahl. Und Among Ripples, Shade Fidest, Warsight, Boyd. Boyd, Klingt auch schon wieder so nach ein bisschen Rätselspiel. Mal schauen, was bei Steam dazu steht. Strategie in die Action. Na dann, runter damit auf den Rechner und ab ins Spiel. 756 MB zu installieren und Download nur 430. Gut, dann für mich dauert es einen Augenblick und für euch geht es sofort weiter. So, das Spiel ist bereits heruntergeladen und ja, es hat auch noch 24 Steam-Errungenschaften, die sich alle anscheinend ganz gut auf das Spiel selber beziehen und auf verschiedene Elemente, die man da erledigen soll. Manche sind einfach nur eine bestimmte Anzahl von Einheiten zu killen, Dinge zu produzieren. Also es spricht abwechslungsreich zu werden. Also auf ins Spiel. Ah, das Spiel ist still, solange ich nicht innerhalb des Spiels mich bewege. Okay, Auflösung, Borderless, genau, das passt schon alles soweit. Music Volume. Weil im Moment klingt es noch ziemlich entspannt. Aber so höre ich sie eh fast nicht. Dann kann ich sie auch gleich ausschalten. Okay. Da ist sogar schon Twitch eingebaut. Da bin ich mal gespannt, warum es denn so in der Form. So, Spielephilosoph. So, Campaign DLC. Das ist wahrscheinlich das, was dann Geld kostet. Play Online, Play with Bots, Sticker Shop, Buy Stickers, To stand out from the crowd, customize your spawns and your league insignia with a sticker. Map Editor. Okay. Play Rank. Match to qualify to Bronze League. Ja, dann erstmal mit Bots spielen, einfach um das Spiel mal kennenzulernen. Tutorial, das klingt ganz gut. Und dann, ja, einfach auf ins Spiel. Group of units can follow other units. Okay. We need to do some final tweaks to the system. Use your left mouse button to select units. Okay. Wer ist jetzt selektiert? Ah, okay, das sind mehrere, das sind alles verschiedene. We advise you need to perform an attack to the spawner. Please patient and allow your units to grab the spawner for you. Okay, also 15 Spawner. Und was auch immer sie dort tun. Spawner, constantly bla 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 blub. Now you need to take over scout and crab base in order to convert them into each type. Keep in mind that scouts are fast, but crabs are strong. Okay. Dann weiß ich trotzdem noch nicht, was ich jetzt eigentlich machen soll. Also das ist ein Scout. Schnelle Einheiten. Attack 89, Defense 89, Speed 179. Und das hier, Crab Attack 184, Defense 100, Speed 59. Na dann, hole ich mir zuerst mal die Scouts. Sieben Crabs created, sieben Scouts created. Okay, hier werden auch immer wieder neue erzeugt. Und die Scouts sind jetzt erobert, nehme ich an.
Okay, 11 habe ich jetzt. 13 von 9 Scouts sind erreicht. Dann wird es wäre nochmal die Frage. Ah ja, genau, hier steht 89, 184. Das heißt, sie sind etwas besser als die Scouts. Und hier ebenfalls Angriff. So, kann ich auch beide gleichzeitig auswählen? Jawohl. Und gewonnen, übernommen. Warning, enemy hostiles detected. Use your Krebs to eliminate. So, jetzt habe ich schon 27 Krebs und kann die angreifen. Oh, die fliegen an mir vorbei. Guns have a long range firepower, but are weak against scouts. Hier habe ich jetzt überhaupt keine. Habe ich schon das Maximum ausgeschöpft. Congratulations, area secured, you are safe now. My scanner can hostile alien information nearby. Take over two spawners. Okay, gut, dann auf dorthin und Angriff. Was ist da jetzt? 89. Und die haben auch 89. Okay, das sind die klassischen. Und jetzt werden sie in die Zange genommen. Okay. So, dann noch den anderen Spawner. Wie kommt es eigentlich, dass ich jetzt so wenig oder vielmehr nur diese Krabben habe? Das heißt, die kann ich hier hinschicken, damit sie umgewandelt werden zu Krabben. Das Ganze sind jetzt Hostile Information. So, das heißt, da gibt's. Okay, die wandeln sich dann dort um. Und das sind Gunners. Das heißt, das sind die mit der höheren Reichweite. Mal schauen, ob sich die jetzt auch einfach dort ändern lassen. Jawohl. Das heißt, jetzt habe ich 23 Fernkämpfe. Aber dann sollte ich lieber noch ein paar mehr von den Krabben erzeugen. Und die Krabben schon mal nach oben schicken. Kann ich die nicht? Doch, kann ich alle zusammen auswählen. Ha, die greifen jetzt meine Scouts an. Beziehungsweise waren ja noch keine Scouts, das waren glaube ich die normalen. So, dann zusammen mit den Krabben und den Fernkämpfern. Vielleicht doch lieber noch ein paar Scouts requirieren. Also hier werden immer wieder neue geboren. Die kann ich dann sozusagen hier mutieren lassen in den verschiedenen Wirkungsteilen. Okay, da lassen sich gerade meine Krabben alle abschießen. Finde ich nicht so toll. Weil die Krabben einfach zu langsam sind. So, dann ab mal mit den Fernkämpfern nach da oben. Und ein paar neue Fernkämpfer nachgezüchtet. Und die Scouts nach vorne. Ne. Da hast du keine Chance. Jagt mal das kleine Ding da weg. Okay. Hey, da sind doch überhaupt keine Leute. Warum erobert ihr die Punkte noch nicht? Erobert. Und dieser ist auch gleich erobert. Zack. Und jetzt wird er grün. Gehört er mir. So, da kommen nicht allzu viele nach. Dann kann ich die ja schon mal erobern. Das sind dann die letzten. Countdown noch einstellen. Damit ich zumindest eine Orientierung habe, wie lange ich jetzt schon spiele. Aber das bedeutet auch, ja, dass das Ganze recht ähnlich ist zu diesen Weltraumsimulationen. Da gab es auch irgendein
Spiel, wo man so verschiedene auf dem Planeten dann seine Einheiten ja, gebaut bekommt und dann natürlich als Schwarm dann in die verschiedenen Planeten einfallen musste. So, das heißt, das sind dann die Krabben, das sind die Fernschützen und das sind weitere Spawn Points, aus denen ich dann weiter schöpfen kann. So, hier gibt es noch irgendwelche speziellen Sachen, von denen ich noch nicht genau weiß, was die sind. Hier gibt es irgendwelche Snow. Hier gibt es auch nochmal was anderes, diese Spore-Teile. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, was subscribed, Maplist empty, My Maps Original. Also den Campaign DLC, der muss wahrscheinlich anders erworben werden. Genau, die Singleplayer-Kampagne kostet dann 10 Euro. Und es gibt noch verschiedene Shop-Artikel, die dann wahrscheinlich diese verschiedenen Sticker ausmachen. Okay. Da gibt es eine ganze Reihe an Stickern, die für ein paar Cent soweit zu haben sind. Aber das interessiert mich jetzt erstmal weniger. Gut, dann bleibt eigentlich nur das Online-Spiel. Mal gucken, Rank Game. Searching for an Opponent. You can play campaign while searching for match. Ja, wenn ich die Campaign hätte. Gut, estimated time. Quick Game. Gucken, ob ich auch eine von den Spielen spielen kann. Opponent Normal Bot. So, auf geht's. Dann schon mal die ersten besetzen. Und dann gleich weiter. Achso, die sind jetzt noch gar nicht konvertiert worden. Einer hat überlebt. Okay, jetzt geht's in ein Match. Geht's schon los. Diesmal bin ich rot. Dann gleich schon mal die Scouts, damit die schneller sind. Und dann hoffentlich konvertiert werden können. Oben, der macht noch nichts. Oder wahrscheinlich sehe ich es, bekomme ich es gar nicht angezeigt. So, noch mehr zu Scouts konvertieren. Das hier sind, okay, da gibt es dann noch Zangen. Und, ach, der greift gleich schon nach vorne an. Sehr lustig. Das heißt, er greift mit den Scouts dann an. In der Hoffnung, mir gleich hier sozusagen Paroli bieten zu können. So, das Quick Rush hat auf jeden Fall jetzt nicht funktioniert, aber da kommt er gleich wieder. Weil die geben Gesundheit, so wie es aussieht. Das heißt, er versucht weiterhin mit irgendwelchen Rushes letztlich dort, ja, mir hier sozusagen das Leben schwer zu machen. So, hier dann schon mal mit den Scouts weiter nach oben. Und ja, genau, da oben, wo er jetzt gerade die versucht hat anzugreifen. Jetzt sind die aber weggeschwommen. Ha, jetzt habe ich ihm das gleich
streitig gemacht und habe das auch übernommen. So, gleich mal da noch ein paar wie Victory. Was? Hat er jetzt schon aufgegeben oder wieso Victory? Opponent disconnected, okay. Das heißt, nachdem er mit seinem Rush nicht erfolgreich war, hat er dann sozusagen einfach den abgehauen. Hat nicht zu Ende gespielt. Na gut. Damit ist das erste Spiel schon mal soweit gestartet. Oder beziehungsweise sogar gewonnen. Genau, das ist jetzt nur pausiert. Dann kann ich das jetzt erstmal noch zu Ende spielen. War lustigerweise die... Ne, es ist nicht die gleiche Karte. So, dann weiter mit euch. Ab nach oben. Okay, die haben Fernkämpfer. Hoffentlich reichen die zwei, um den zu besiegen. Ja. Sehr schön. Ey, was macht denn der Rote hier vorne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der hat einfach das Teil übernommen und mir geklaut. So, die haben ja jetzt, glaube ich, Fernkämpferfähigkeiten. Ja. Okay, aber die kommen raus, aber sind vorher... Ja, die haben sogar so einen kleinen Lebensbalken. Gut, da brauche ich noch irgendwelche... Genau, am besten die Krabben mal noch mit hinschicken. Und die nächsten hier schon mal konvertieren lassen. Und hier noch ein paar Fernkämpfer umwandeln. So, genau, mach du mal da hinten noch ein bisschen Platz. Dann kann ich nämlich hier von Weitem agieren. So, sind die jetzt bald mal umgewandelt? Naja, dann hole ich mir jetzt erstmal die da. So, weitere Basiseinheiten. Und alles schön grün eingefärbt. Ha, da unten kommen schon wieder... irgendwelche Nervensägen. So, weiter geht's. Kommt, lass uns mal hier unten weiterschauen, weil da gibt es bestimmt noch ein bisschen was anzustellen. Vor allen Dingen die Fernkämpfer rechtzeitig zu erwischen. Weil die Krabben gegen Fernkämpfer sind, glaube ich, alles ein bisschen schwierig. Wo? Was? Oh, der hat schon wieder das Teil da übernommen. Und kommt da jetzt noch mit noch mehr Krabben. Oh, was für ein Gemetzel. Schnell. Ja, holt euch das Ding zurück. Okay, da unten passiert aktuell nicht allzu viel. Ich hoffe, die werden nicht wieder zurückgewandelt, sondern bleiben dann zumindest in dem Modus, in dem sie da gewesen sind. Okay, die Einfachen sollten jetzt mal wieder da oben das Teil besetzen. Und die Fernkämpfer sind auch langsam an der Zeit, davon mal ein paar nach unten zu bringen. Scouts habe ich irgendwie auch immer noch keine. So, dann ziehen wir mit euch mal ein Stück weiter. Schließlich sind es ja immerhin noch Krabben. Warum sind schon eine ganze Menge Krabben aktiv und Fernkämpfer? Schnell ab nach unten. Ja, ich hab's ja mitbekommen.
Nee, die sind fast alle draufgegangen. Schnapp ihn dir, komm. Nein, du musst doch den platt machen. Friss ihn auf, schnell. Oh, jetzt hat er mir noch so ein Ding weggeklaut. Ich glaube, die Dinger müssen besser verteidigt werden. So, den einen unten habe ich anscheinend wieder übernommen. Jetzt brauche ich da aber auf jeden Fall noch ein paar... Na, eigentlich solltet ihr nach oben und die sollten unten bleiben. Okay, den habe ich wieder übernommen. So, die Z... Nee, ich will die da haben. Die sollen weiter... Okay, am besten weiter nach unten. Und die werden hier mal zu Krabben umgewandelt. Nach so einer Mehrfrontengeschichte ist nicht so mein Fall. Da habe ich jetzt gerade mal noch zwei Krabben über. Kann ich mal einen Angriff auf seine Heimatbasis machen. Gut, nachdem die jetzt hier noch ganz gut im Schuss sind, dann noch die paar Krabben dazu. Also ein paar mehr Krabben dazu natürlich. Fernkämpfer und Krabben. Und damit sollte sich doch da oben mal ein vernünftiger Angriff machen lassen. Was war das jetzt? Ah, dass der da oben besiegt worden ist. So. Dann ihr nach unten und ihr kommt mal bitte mit nach da oben, damit ich da auch ein paar Krabben drin habe. Okay, da wartet die ganze Horde. Oh, da kommt gleich schon wieder so ein Angriffstrupp. Alles angreifen. So, die Krabben gehen mal nach da unten. Ihr kommt als Nachschub dahin. Und ihr geht jetzt mal aufs Angriffskurs nach oben. Ja, über drei Wege, beziehungsweise den dritten nutze ich ja noch nicht, aber wäre jetzt gleich als nächstes dran. Dafür brauche ich allerdings noch ein paar Fernkämpfer, die sollten dann auch mal hier unten hin. Und hier noch die weiteren Fernkämpfer einschleusen. Wie geht's meinem Trupp da oben? So, einmal bitte erobern, damit er da keine Krabben mehr bauen kann. So, da kann er keine Krabben mehr machen. Und dann bitte halten und sicherstellen, dass ich da nicht überrannt werde. Es sieht schon schlecht aus. Ich hab den noch gar nicht erobert. Na gut, alle gefallen. So, ihr geht nach oben und die anderen Aldovern jetzt mal nach unten raus. Das heißt, da das nächste Angriffsszenario. Oh, da kommt auch gerade gleich ein Trupp von ihm. So, ihr nach oben, ihr Krabben. Und, oh, mein ganzer Haufen, den habe ich noch gar nicht losgeschickt. So, noch ein paar mehr Fernkämpfer. Und auch wieder Krabben nach da oben. Ja, ein bisschen viel Mikromanagement. Alles wieder in Balance bringen. Schnell nach oben, bevor der das Ding besetzt. Die sind schon umgewandelt als Fernkämpfer, aber das sollte jetzt trotzdem ganz gut klappen, den jetzt noch zu übernehmen. Ja, jetzt ist er übernommen. Gut. Und er zieht sich zurück. Dann machen wir mal die Hälfte, die da hinten den Pool übernehmen. So, Krabben nach oben. Und der Pool kann jetzt langsam mal hier weiter reisen. So, da fehlen mir jetzt noch ein paar Fernkämpfer. 20 sind gut. Die kommen dahin. Und die Krabben kommen auch dahin. Andere Krabben kommen hierhin. Und die werden wieder zur Ausbildung geschickt. So weit, so gut. Ich frage mich natürlich, was diese Dings da zu bedeuten haben noch. So, die noch mit zu den Krabben. Und ihr werdet zu den Ausbildern geschickt. Tja, da kommst du nicht durch. Das ist
blockiert. Oh, Bastard. Jetzt hat er da schon wieder was übernommen. Und die einfach ausgeschaltet. So, das sind alles Fernkämpfer. Die tummeln sich da draußen. Also, hier geht's weiter. Ab nach da vorne. So, mit denen kann ich auch dann schon mal wieder angreifen. Und hier jetzt mal einen Vorstoß noch zu ihm. Dann kann ich auf zwei Ebenen direkt angreifen. So, da vorne kommen noch die Schützen dazu. Und hier kommt Ausbildung. Hier auch Ausbildung. Die müssen ja schließlich auch wieder bewacht werden. So, Angriff und Angriff. So, dann hätte er bloß noch da unten. Das dort als letzte Basis. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, die Basis gehört gleich mir. Ja, wird schon konvertiert. Na komm, nochmal konvertieren. Ja, jetzt ist sie konvertiert. Und die andere Basis ist auch konvertiert. Okay. Gut. Dann ist die Karte auch geschafft. Dann gucke ich mir jetzt mal noch an, was dieses Sondersymbol da zu bedeuten hat. Hier sind gleich beide Sondersymbole und noch ein paar andere Dinge drin. Warp-Song. Das sind wahrscheinlich hier diese Warp-Bereiche. Gucke ich mir mal die Karte an. Start. Drei Bombs are enough to destroy a swarm. Ah, okay, das sind Bomben. Gut, erstmal den da übernehmen. Gun Turret. Okay, damit ist schon mal geklärt, was das ist. Das heißt, das ist ein Gun Turret, der dann zumindest hier meine Basis sozusagen ein bisschen versucht sauber zu halten. So, jetzt ist natürlich die Frage, da unten ist ein Spawn Point und das sind Scouts. So, dann mal schnell zu den Scouts, damit ich dann noch schneller hoffentlich den Spawnpunkt da unten erreiche. Und das in der Mitte ist mal gucken, was das dann für ein... Wird da schon was angezeigt? Freeze. Immobilize all units in area. Ui, 20 Sekunden lang. Also ist tatsächlich sozusagen Frosty. Dann gleich mal gucken, ob der schon unterwegs ist. Er hat noch nicht mal den zweiten Spawnpunkt da erobert. Also mal schauen, was er da eigentlich anstellen will. So, nächste Trupp zur Ausbildung. Mit, oh, da kommt schon einer. Was ist das denn für ein Ding? Oh. Das heißt, das ist... Kann der so weit schießen? Ey, wo wollt ihr denn hin? Nix, nix, hoch, zurück. Wie hat er denn das jetzt angestellt? Okay, nix wie weg. Also wenn drei solche Bomben hintereinander explodieren, stand ja da, dass dann... Ah, das sind diese Talionten. Das hat er schon erobert. Weg, 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 Leute. Oh nein. Jetzt hat er es echt geschafft, mich da auszuschalten. Also auf zu den Scouts. Pah. Jetzt klaut er mir echt da die Basis. Naja, die sollte ich aber ohne Probleme zurückerobern können. Hier sieht es nicht so gut aus. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, was es mit den anderen Dingern da auf sich hat. Das heißt, dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich da oben diese Bombe... Nein! Oh, jetzt hat er fast den ganzen Schwarm erledigt. Okay, also die Punkte da oben sind schon ziemlich wichtig. Vor allen Dingen, wenn ich nicht immer den ganzen Schwarm verlieren möchte. Okay, der ist jetzt eh schon fast hinüber. Da hat er jetzt schon wieder die Basis erobert. Also es war wichtig, das da einzunehmen, aber das Frozen in der Mitte ist dann doch nochmal eine ganz andere Kategorie. Weil vorher gilt es erstmal
hier möglichst zügig zu überleben und sich die Spawnpunkte zu sichern. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wobei, wenn die Dinger explodieren, dann explodieren die so oder so. Das ist echt ein Käse. Das heißt, damit kann man natürlich dann so ein Feld super absichern. So, da kommen schon wieder die nächsten. Oh, so viele Bomben. Da bleibt es echt, heißt es echt, wachsam bleiben. Und vor allem den Bomben ausweichen. Und da hat er jetzt auch schon Bomben platziert gehabt. Das ist echt unglaublich. Also die kosten immer ein Drittel Gesundheit, wenn die explodieren. Aber man kann ihn kaum ausweichen. Aber natürlich, ich sollte den Schwarm ganz einfach aufteilen. Und natürlich dann immer mit einem einzelnen... Oh, jetzt haben die alle die Verbleibenden erledigt. Und jetzt hat er mich eingefroren. Das Einfrieren gilt anscheinend nicht für ihn. Und es gilt auch nur für die, die draußen unterwegs sind. Und ich glaube 20 Sekunden, weil die Auswahl stand ja da, dass das 20 Sekunden lang, genau, alle, aber eigentlich nur die Enemy Units und nicht die eigenen. So, das heißt jetzt dann einfach mit einem Scout nach oben und schauen, dass ich möglichst viele Bomben auslöse. Okay, da kommen jetzt schon wieder irgendwelche. Jetzt hat er da schon wieder... Aha! Ist ja genial. Das heißt, allein dadurch ist es natürlich umso einfacher möglich, die entsprechenden Einheiten platt zu machen. Also ich bin im Moment etwas in der Defensive, weil ich natürlich die Spawnpunkte jetzt noch nicht ausreichend besetzt habe. Aber ich da unten... Nee, es ist eigentlich schon rot. Es müsste eigentlich erobert sein. Schickt er gleich die nächsten Bomben hin. Und hat schon wieder alle erledigt. Und da kommen jetzt gleich die nächsten. Okay, die Scouts sind viel zu schwach, um da zu überleben. Das heißt, er kann mich zwar jetzt noch nicht so schnell hier unten angreifen und den... Wobei es mal spannend wird, wie er dann die hier unten ausschaltet. Ich verstehe trotzdem nicht, warum er den da oben noch nicht erobert hat. So, aber das heißt, für den normalen Angriff ist es aber schön sinnvoller. Mal gucken, die haben Attack 89, Defense 100 und die haben... Attack 89 und Defense 89, also weniger Defense an der Stelle. Jetzt haben sie es schon wieder übernommen. Ja, und sobald ich den verliere, werden die auch wieder zu Standards. So, fliegt mal einen entgegen. Ja, dann kann ich zumindest die anderen so ein bisschen retten. Wobei das jetzt noch zu dicht war. Aber es würde zum Teil funktionieren. Und dann doch lieber mit den Standards, die, auch wenn sie ein bisschen langsamer sind, aber die Teile auf angreifen. Ach, nicht schon wieder. Aber das heißt, er kann nicht überall gleichzeitig angreifen. Also er kann nicht überall gleichzeitig einfrieren, meine ich. Das heißt, es ist eine bestimmte Region, die er dann einfriert. Okay. Los, eine vorwärts. Nein, nicht den ganzen Schwarm. Meine armen Babys. Okay, da wäre es wahrscheinlich am einfachsten, einfach nur mal neu zu starten, weil irgendwie holt er die Dinger da ja eh nicht raus. Und an dem da hinten komme ich wahrscheinlich nicht so leicht dran. Ja, doch.
Weg, 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 weg. Ich schicke mal eins hin, damit das ganze Zeug explodiert. Und noch einen. Nicht den ganzen Schwarm, verdammt. Na, jetzt reicht es natürlich wieder nicht mehr. Gut, nächste Angriffswelle. Aber das heißt, ich habe den ja schon fast übernommen gehabt. Jetzt muss ich mal noch einen vorschicken, damit er hoffentlich die ganzen Kanonendinger abfängt. Leute. So, einer nach vorne, noch einer nach vorne. Lässt sich nicht ablenken. Mal gucken, ob der Laser automatisch angreift. Nee, macht er nicht. Also beziehungsweise wir kommen nicht dicht genug ran. Also hier, eure Chance. Sehr schön. So, habe ich wenigstens nicht alle verloren. So, hier schon mal die Nachhut. Und hier schon mal einen weiter nach vorne zur Ablenkung. Und den schon mal reinschicken. Der ist auf jeden Fall übernommen. So, die Scouts machen mir jetzt die ganze Runde wieder platt. Was, oh, jetzt hat er da drüben alle eingefroren. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, die kriege ich jetzt nicht mehr weg, bevor die Bomben da explodieren. Ist nur gut, dass der Schwarm lang genug ist und nicht alle vorne standen. So, zwei Bomben sind ausgelöst. Und mit dem Rest kann ich jetzt wieder angreifen. So, hoffentlich gehen die schnell. Ah, da kommen schon wieder Bomben. Nicht alle stehen bleiben, verdammt. Echt schlimm mit euch. Ja, die im Dreierblock loszuschicken. Okay, wenigstens hat das jetzt wieder geklappt. So, du gehst jetzt mal bitte da unten rein. Das ist mühsame Kleinstarbeit. Da, ja, das waren jetzt zu viele. Da war ich nicht in der Übermacht. So, einen wieder nach vorne und den Rest eher nach hinten. Ja. Solche Einzelkämpfe braucht ihr aber nicht zu machen. Ha, sehr schön, die ganze Bombenreihe explodiert. So, next. Jetzt haben die Leute wieder nicht ausgereicht. So, ich brauche einen hier vorne, der die Bomben abfangen kann. Und einen Scout da oben. Und ansonsten hier vernünftigen Angriff. Jetzt hat er da wieder eingefroren. So, da kommen jetzt die Scouts und versuchen jetzt natürlich meine Einheiten platt zu machen. So, machen wir die Bomben da weg. Ja, Übernahme. Hey, du solltest die Bomben angreifen. Okay, sehr schön. So, nächste gleich zum Bombenangriff. Und ein bisschen mehr zur Verteidigung. Nein. Oh. Schon wieder verloren den Posten. Dabei hat es doch jetzt gerade so gut geklappt. Immerhin habe ich jetzt so nach und nach mal eine Strategie, wie ich es schaffe, die Bomben in die Luft zu jagen. So, hoffentlich können sie jetzt die Scouts besser platt machen. Und er hat keine neuen hingeschickt. Das Ding kann ja selber keiner anlegen. Dann kann er zumindest von da hinten schon mal keine Bomben mehr schicken. Und ich habe die Möglichkeit, jetzt selber dort ein paar Leute reinzuschicken, um jeweils Bomben zu erzeugen. Das ist doch schon mal sehr praktisch. So, dann als nächstes da oben den Scout-Stützpunkt sozusagen auf,
nehmen. Weil ich das natürlich dann... Ach, da hat er auch keine platziert. Aber er kommt mit einer Bombe. Da kann ich dann zumindest die eine Bombe explodieren lassen und verliere nicht allzu viel. Ach, jetzt hat er da echt schon wieder das Ding übernommen. Das kann echt nicht wahr sein. Und die hat er eingefroren. Naja, schlecht ist er nicht. Okay, da übernimmt er jetzt wieder den Stützpunkt. Und der wird jetzt gerade wieder ausgebaut. Na dann, schickt mir doch mal bitte die Bomben dahin. Bevor ich da angreife. Nummer 1. Nummer 2 und 3. So, jetzt lässt sich das Ding auf jeden Fall übernehmen. Und hier muss ich jetzt noch eine Bombenabwehr machen. Und da auch. Los, einer entgegenfliegen. Ja, so ist es gut. So, mal gucken. Jetzt dürfte da hinten mit seinen 3 Scouts eigentlich auch schon durch sein. Das heißt, er hat da jetzt keine weiteren, die er noch zu Bomben machen kann. Genau, dann kann ich das leicht erobern. Und da oben heißt es auf jeden Fall, nicht alle zu Scouts machen lassen. So, Hälfte zu Bomben. Oh. Sind die Scouts? Ja, besiegt. Ich hoffe, dass die Bomben nicht automatisch explodieren. Ah, sowas Bescheuertes! Jetzt ist das Ding einmal explodiert und die ganzen Bomben sind weg. Das ist ja totaler Käse. Ja, und da sind jetzt auch gleich fast alle explodiert. Und den hat er jetzt zu einem Scout umwandeln lassen. Wunderbar. Oh Mann, es ist echt anstrengend, das Ding überhaupt halten zu können. Habe ich hier hinten... Ja, eine Bombe hatte ich jetzt da eh nicht mehr und der hat es auch schon wieder übernommen. Schon wieder eingefrostet. Er hat zwar bisher jetzt noch nicht viele Angriffe übernommen, um mich hier hinten auszuhebeln, aber so richtig lustig ist es so auch nicht. Ja genau, jetzt muss dieser wilde Schwarm sich wieder in Bewegung setzen. So, provozier den mal. Genau, lass die Bombe mal neben ihm hochgehen, damit es natürlich möglichst ihn trifft. Ey, du sollst weiter schwimmen, nicht da in irgendwelche Kämpfe verwickeln lassen. Und gibt es aktuell hier eine Bombe? Nee, gibt keine Bombe. Aber da gibt es eine Bombe. Abfangen. Jawohl. So sollte das sein. Los, hol dir die Bombenposition. Und dann schau mal, dass du die da in die Luft gejagt bekommst. Ey, du solltest doch das Bombenteil übernehmen. Wieso ist das jetzt eigentlich immer noch rot? Ja, auf jeden Fall habe ich da schon wieder die Position verloren. So, das heißt, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, die Bomben da länger als nötig in irgendeiner Form stehen zu lassen. Okay, wen hat er jetzt wieder eingefroren? Super, klasse. Los, ab zu dem Bombenplatz. Blastradius 80. So, sobald ihr wieder schwimmen könnt, geht's auf die Bombe da reinzuschicken. So, da oben muss die Bombe abgefangen werden. So. So, jetzt gilt es dann, die Bomben möglichst früh loszuschicken.
und dann andere Stellen zu platzieren. Genauso wie da oben. So, dann schicke ich hier schon mal wieder ein paar Bomben rein. Oder ziehe mal ein paar rein, die zu Bomben werden können. Okay, Bombe gegen Bombe. Sehr schön. So, einer, der jetzt zum Scout das, den Stützpunkt übernimmt, damit er hier unten zumindest mal nichts sehen kann. Genau, die Scouts sind natürlich noch besser geeignet, um Bomben abzufangen. Da oben ist auf jeden Fall schnell von den Bomben ab. Nein, nicht da reingehen. Oh, da habe ich jetzt was verpasst. So, los, die Bomben abfangen. Jetzt ist meiner auch schon wieder drauf gegangen. Nein, jetzt wird das Zeug zu Bomben. Das kann doch echt nicht wahr sein. Los, ihr müsst die Bombe abfangen. Die kommen jetzt bestimmt... Genau zum richtigen Zeitpunkt das ganze Ding in die Luft gejagt. Aber da hat er jetzt sich verschätzt. So, ich will jetzt eigentlich nur die, die sich bewegen können. Ah, da kommen schon die nächsten. Ey, die anderen bleiben da. Und die anderen fangen die Bomben ab. Nein, ihr müsst die Bombe abfangen, Idioten. So funktioniert das nicht. Schnell nach hinten, bevor er auf die Idee kommt, seine Scouts da reinzuschicken. Okay, da sind die Scouts schon wieder alle ausgelöscht. Okay, Bombe Nummer 1. Bitte die Bomben außerhalb von den Dingern aufbewahren. Bomben sind schließlich gefährlich. Nein! So eine Freund-Feind-Erkennung fehlt auf jeden Fall. So von wegen, oh, ist gefährlich, bitte nicht dort zur Bombe werden. Jawohl. So, erstmal die ganzen Bomben wieder irgendwo verteilen. Und im Zweifelsfall hier schon mal wieder die Bombe einsetzen. Auf jeden Fall da ziemlich große Reichweite, was die Dinger angeht, also ziemlich große Streuung. Okay, da ist auch wieder eine Bombe. Nicht beide explodieren wegen einer Bombe. Das ist doch Quatsch. Okay, warte. Das kann echt nicht wahr sein. Mein armer Trupp hat er wieder einfrieren lassen. Und den da. Ja, das war sehr schön. Und jetzt das gleiche nochmal. Damit ist das Feld schon mal ziemlich frei. So, das Ding holen. Da kommt auch schon wieder was. Und zwar Bomben. Ja, so ist das gut. So, dann zwei dorthin, zwei dahin und hier sind jetzt schon ein paar Bomben. Kann ich jetzt schon mal loslegen und die nach da oben schicken. So, bitte abfangen. Genau, dann sind seine fast schon mit drauf gegangen. Weiter, 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 weiter. Ihr müsst das Ding da oben für mich mal frei machen. Nicht alle beide, nicht alle beide. Oh, zu spät. So, da kommt auf jeden Fall auch schon wieder Bomben. Abfangen. Oh, und die muss auch abgefangen werden. Schnell. Zack. Chaoten.
abfangen. So, Bomben sammeln. Die sind natürlich viel, viel schneller. Okay, schöne Kettenreaktion. Jetzt hat er meine Bombe eingefroren. Das kann echt nicht sein. Also das kann ich schon ganz schön lange hinziehen. Zumindest solange ich nicht bereit bin, einfach aufzugeben. Und mir denke, das muss doch wohl zu packen sein. Ey, du solltest die Bombe abfangen. Nicht da oben. Nicht da oben. Nicht da oben, nicht weg, 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 weg. So, jetzt sind da natürlich mal wieder ziemlich wenig. So, dann die mal lieber rausschicken und dafür mit Bomben platzieren. Dann kann ich die nämlich sehr viel einfacher wieder übernehmen. Ah, jetzt ist die zweite Bombe wieder an der anderen Stelle explodiert. So, und die schicken jetzt natürlich gleich wieder die ganzen Bomben sonst wohin. Und dann ist wieder die ganze... So gefällt mir das nicht. Das ist irgendwie... Auf der einen Seite ist es so hektisch und so richtig strategisch kann ich mich da nicht durchsetzen. Zu sagen, okay, das eine dahin, das kann ich irgendwie... Nee, Pause, es nützt mir nichts, weil da kann ich jetzt auch nicht wirklich was steuern. Ah, der Trupp ist ja da oben noch. Warum sagt mir das denn keiner? Hätte ich doch schon längst die da oben erobern können. Und ihr habt den jetzt wieder nicht abgefangen. So, wahrscheinlich friert ihr den gleich wieder ein. Mal ein bisschen auseinanderzerren, den ganzen Trupp. Okay, dann mach da mal wieder Kettenreaktion, damit es dem genauso geht. Okay, eine Bombe ist da noch. Also ich brauche mindestens zwei von denen, um das zu erobern. Ja, eigentlich, dass ich jetzt ein paar schon daneben hingestellt habe. Ich frage mich vor allen Dingen, wie viele hier maximal drin sein können. Weil auf der einen Seite kann er mich nicht überrennen, oder zumindest tut das bisher nicht. Hat er schon wieder den ganzen Trupp, den ganzen Schwarmtrupp dort reingebracht. Ja, die Kombination von wegen Scouts, die ich dann besonders schnell oder sich besonders schnell in diese Gegenden schicken lassen. Nö, nicht da explodieren. Wieso hat das Abfangen jetzt hier überhaupt nicht geklappt? Zack, bumm. Der ganze Schwarm ist hinüber. So, dann gehe ich jetzt da mal nach oben und schau mal, ob ich hier irgendwie es schaffe, die abzufangen. So, die werden jetzt... Was ist mit den anderen schon wieder passiert? Auch schon wieder abgeschossen. Auf jeden Fall da irgendwie immer so ständig 10, 12 in diesen Dingern da liegen bleiben. So, kann ich jetzt mal die 4 darüber schicken und gucken, ob wie viel da hinten jetzt schon wieder los ist. Ja, da kommt er jetzt schon wieder mit Bomben. Und zack, ausgelöscht. Also, mehr auseinanderziehen. Ja, genau, nehmen die mal mit in Mitleidenschaft. Während die jetzt da rumstromern und hoffentlich dann gleich ein paar Bomben von Latz bekommen. Und der löscht hier nach und nach oben meine Truppen aus. Zack, trotzdem viel zu dicht. Und da oben hat er jetzt auch schon wieder alles ausgelöscht. Also, eine hier hin und eine dahin. Ja, der geht's bestimmt nicht gut. Ja, gleich alles wieder ausgelöscht. So, dann werde ich jetzt mal in dem Schutzrahmen da einfach sammeln, in der Hoffnung, dass ich dann zumindest eher dazu komme, die noch einsetzen zu können.
Warum bist du jetzt noch nicht umgewandelt? Geht das erst, wenn du wieder voll bist oder irgendwas? Ah, jetzt sind die jetzt natürlich schon wieder reingekommen. Ah, okay. Nein, da bleiben, da bleiben, da bleiben. Habt ihr jetzt schon besiegt, dann nutzt das Ganze doch auch. Zu spät, zu langsam und dann sind wieder alle kaputt. Beziehungsweise sind nicht alle kaputt, sondern sind wieder nur meine kaputt. So, hin da. Und ihr geht bitte dahin. Wenn man dem jetzt mal sagen könnte, Bomben nicht explodieren, sondern erst dann, wenn ich da bin. Da kommen auch schon wieder Bomben nach. So, wenn ich das alles gleichzeitig im Blick behalten könnte, einmal der Weg von oben, einmal der Weg von unten. So, dann kann ich da noch wieder ein paar Scouts reinschicken. Und da kommen jetzt auch schon wieder ein Scout-Schwarm. Okay, also mit Bomben erobern geht auf jeden Fall aus. Und jetzt hat er hier schon wieder irgendwas angestellt. Boah. Ha, meine Kanone ist eingefroren. Sauerei. Aber das wäre auf jeden Fall eine Strategie, um wahrscheinlich daran vorbeizukommen. Also bloß keine Kettenreaktionen. Naja, jetzt ist eben bloß noch einer da. Kannst du auch das Ding explodieren lassen. Aber jetzt sind natürlich noch welche über, die da weiter rumstreuen. Also irgendwie mit Übermacht und so weiter ist da auch nicht viel in petto. Weil natürlich mit den Bomben werden die immer wieder ziemlich schnell ausgelöscht. So, mal gucken, wenn ich die jetzt alle zu Scouts mache, wie weit ich dann in der Lage bin, Bomben abzufangen und ansonsten abzuhauen. Noch mehr Bomben. So, da bräuchte ich jetzt wieder Bomben. Nein, weg, weg, weg. Ja, das ist das Problem. Zwei Seiten gleichzeitig im Blick zu behalten. Uiuiui. Da kommt der nächste Bombenschwarm. Los, auflösen. Na, viel Gesundheit haben die jetzt nicht mehr. Also letztlich lohnt es sich nicht wirklich, diese Punkte zu bewachen. So, könnt ihr gleich schon mal hinschwimmen und die Dinger nacheinander platt machen. Weg, los, die Bomben weg. Bloß nicht angreifen. Jetzt gucke ich mal, ob ich in der... Mein schöner Bombenschwarm und diese Idioten explodieren alle auf einmal. Okay, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so mühsam ist dann. So, jetzt gucke ich mal, was ich mit denen anstellen kann. Das heißt, ich kann die jetzt einfach in einen Bombenschwarm verwandeln. Aber die Frage ist natürlich auch, komme ich da hinten irgendwie rein? Ja, wahrscheinlich, wenn ich das... Nee, oder?
Das heißt, mit so einem kleinen Schwarm war ich jetzt echt in der Lage, bis dahin durchzudringen. Na, dann machen wir das doch gleich nochmal. Und mal gucken, ob es möglich ist, einfach da hinten schon mal die beiden Nester auszuräumen. Weil es wäre dann auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich, zu sagen, na gut, wenn ich dich sonst nicht irgendwie erwische, dann ändere ich halt mal meine Strategie. Weil mit den Bomben erwischte mich nicht. Und ich fliege einfach an dir vorbei. So im Großen und Ganzen zumindest. Und ab, rein da. Oh, da sind jetzt ganz viele Bomben. Ah, verdammt! Jetzt hat er mich genau an der Stelle eingefroren, aber es trifft auch seine Einheiten. Und löst mich jetzt da unten auf. Na gut, nächste Angriffswelle. Ja genau, lass mal die Bomben noch hochgehen. Dann hat er nämlich auch selber seine Einheiten da oben verloren. Und nächster Schwarmangriff folgt auf jeden Fall. Weil vielleicht ist die Strategie ja tatsächlich erfolgreicher. Also, auf geht's. Weil er hat zumindest keine brauchbare Strategie, wie er jetzt tatsächlich bei mir, ja, wie er seine Überlegenheit bisher wirklich ausnutzt. So, ab nach da hinten. So viele kann er nicht auf einmal abschießen. So, das erste Feld ist meins. Feld Nummer 2. Auch erobert. So. Naja, dann ist jetzt nur noch die Sache, das natürlich zu halten. Aber da ich jetzt beide Felder schon habe. Das wird natürlich kritisch, aber wieso nicht? Und mal schauen, ob ich hier irgendwie die beiden Spawn-Punkte erwische und die auch ausschalten kann. Gut, das hat jetzt noch nicht dauerhaft funktioniert. Aber die beiden Punkte da unten sind relativ leer. Und mit den kräftigen Einheiten bin ich vielleicht tatsächlich eher in der Lage, das hinzubekommen. Gut, mit den Schwarmsachen kriegt er das auf jeden Fall wieder gebacken. Los, rein da, Leute. Und fangt die Bomben ab. Okay, immerhin sind sie jetzt genau an der Stelle explodiert, wo es ihm am allerwenigsten nützt. So, und dann mit dem Schwarm nach oben. Das heißt, da geht der Kampf gleich weiter und jetzt ist das Ding schon mal grün. So, das heißt, damit hat er die Quelle verloren und verliert hoffentlich die nächste Quelle auch gleich. Naja, das wird ein bisschen knapp. Da müssen eben mal noch ein paar Schwarmteile entgegenkommen. Dahin. Und noch eins, bevor dort ein Angriff stattfindet. So, mal gucken, wie stark er die jetzt da hinten schon wieder befestigt hat, weil mit so einem kleinen Trupp werde ich da wahrscheinlich nicht reinkommen. Ja, ist fast komplett aufgelöst. So, ihr geht mal wieder nach da unten. Und euch, da jetzt hier eh keinen Schwarm hat. Da kommen schon wieder die Bomben. Hey, fangt die Bomben ab. Die sollen, beziehungsweise fangt die Scouts ab. Die sollen garantiert zu Bomben umgewandelt werden. Hey, wie schön. Fangen aber die Bomben ab. Ja gut. So, dann gleich da hinten weiter. Da können auch noch zwei dazu kommen. Und die können schon mal... Tja, das nützt dir nichts. Ja, das sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus. Dass hier jetzt ein paar mehr von meinen Sachen... So, der Scout kann auf jeden Fall die Bomben abfangen. Und da kommen noch ein paar. Da kommen noch ein paar Bomben.
die sie dann gleich hoffentlich mit den Dingern da explodieren lassen. Nein, nicht bei meinen Scouts selber. Aber da ist noch eine Bombe. Los, hinterher mit euch. Fangt die Bomben ab. Wenn man denen das mal direkt beibringen könnte, dass das möglichst automatisch passiert. So, die nächste. Und vor allem nicht die Bombe nach da oben platzieren. Ja, da hat er jetzt schon wieder übernommen. Und das Feld da unten gehört ihm auch noch. Ich frag mich, warum das Ding immer noch rot bleibt. Aber immerhin besitze ich es trotzdem. So, damit kann ich jetzt mal wieder einen Angriff auf ihn nach hinten starten. Okay, da brauche ich ein neues hinten. So, weiter geht's. Okay, da unten habe ich gerade gewonnen. Jetzt geht es natürlich darum, hier hinten seine beiden Nester zu erobern. Gut, das erste sind fast erobert. Jawohl, das habe ich. Und jetzt das zweite noch. Und da schon mal abfangen. Oh no. Aber immerhin, es ist im Moment viel Luft da oben. Gleich den... Ah, jetzt habe ich die anderen Punkte alle schon wieder verloren. Das ist doch echt ein Hin und Her. Und das ist noch die normale Schwierigkeit. Okay, jetzt habe ich dafür da oben die beiden Nester. Ist auch interessant. Kann ich ja jetzt hier nochmal einen Angriff auf das da unten starten und versuchen mit den Scouts das andere zu... Ah, no, no! Oh, fuck. Fast alle Scouts erledigt. Unglaublich. Und da wieder das gleiche. Kriegt er die Scouts erledigt. Jetzt haut er mit den Scouts wieder ab. Der ist auch ein bisschen vertrottelt. Also ja, das ist sozusagen dann der Unterschied zwischen wahrscheinlich normal und ein bisschen intelligentere, den höheren Schwierigkeitsstufen. Weil die würde sich hoffentlich solche Patzer nicht erlauben. So, da kommen wieder ein paar Bomben. Okay, jetzt zieht er mit denen auch gleich wieder weiter und lässt seine ganzen Dinger da unbedeckt. So, jetzt komme ich hoffentlich schneller weiter als... so, jetzt sind schon wieder 2 gegen 1. Ein Scout dem mal entgegenfliegen. Okay, aber es sind jetzt noch 2 hinterher geschwommen. Das passt schon mal ganz gut. Und hier jetzt dann schon mal wieder, da kommt 2, 4, den Kreis immer wieder zurückholen. Jetzt ist schon wieder alles weg. Aber immerhin sind die, nützt ihm das, okay. Gerade noch geschafft, bevor die Stunde um ist. So, das reicht mir aber jetzt auch erstmal. Also, ja, also ich finde es vom Spielstil her zwar schon ziemlich spannend und es ist auch ganz nett, aber es motiviert mich irgendwie nicht so, so lange in diesen Kämpfen da drin zu stecken. Das heißt, das gegen den ich vorhin gewonnen habe, mit 121 Freunde und Rivalen, ja. Na gut, also es ist ja ein Spiel, das auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit und vor allen Dingen Schnelligkeit an der Stelle erfordert. Und ich mag es eigentlich im Moment eher, wenn ich Strategie recht gemächlich ansetzen kann, als wenn die Strategie daran scheitert. Genau, ihr hört es gerade, Klingklong. Als wenn die Strategie dann daran scheitert, dass ich es nicht schnell genug umsetzen kann. Im Gedanken habe ich es schon drin.
Aber praktisch kann ich es halt dann doch nicht so schnell umsetzen. Das ist mir dann zu stressig. Ich möchte entspannt spielen. Also, dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim selber ausprobieren und Beut spielen. Also, tschüss.